Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stahlwerksfolge. Wieder mal ist Sonntag. Wir haben uns heute mal eine kleine Überraschung ausgedacht, dass wir noch jemanden vorstellen aus unserer Truppe, aus unserer Crew. Und wir haben heute die Janine mitgebracht. Ist das ein Popel, Pascal? Ach, ein Popel, ein Pickel? Ja. Oh. Oh. Alter, ist der riesig. Das ist meine Abneigung zu dir. So, wir haben schon unseren Spaß. So. Zum 875.000. Mal. Wir haben uns heute gedacht, wir stellen heute mal Janine ins Auto vor, da wir wirklich sehr, sehr viel Zeit und Geld in das Auto investiert haben. Ist jetzt kein B7 von der Stange. Wann haben wir den geholt? Im Februar 2017 haben wir den geholt. In Passau. Mhm. Also wir sind eine ziemlich weite Strecke gefahren. Also wir sind zentral, Thüringen, Erfurt, bis nach Passau. Der Kollege war wirklich voll okay. Der hat das Auto nur verkauft, weil er ein riesengroßes Boot hatte. Gell? Ja, genau. Und sich noch ein größeres Boot gekauft hatte und der auf jeden das große Boot nicht mehr ziehen konnte. Deswegen hat er den verkauft. Zeig nochmal, wie groß war das Boot? Das war einfach richtig. Das war ein richtiger Dampfer. Da haben wir uns halt grundlegend erstmal draus gedacht, ich spiele schon wieder meinem Ohr rum, dass wir aus dem A4 unser Projekt machen. Okay. Das wird, glaube ich, das Projekt, 2017 war das, für die Saison 2017, dass wir hier einmal komplett durchdrehen und alles Mögliche versuchen umzubauen, abzuändern, wieder zu verschönern, weil er wirklich sehr abgerockt war. Ja, okay. Also Zustand war eher mäßig. Motorzustand 1A. Ja. Okay. Also aber Motorzustand alles, wirklich. Alles, was Karosse war, war viel Rost. Und da unten ist halt viel Schnee und Salz, glaube ich. Hatte sehr viele Rostprobleme gehabt, das Fahrzeug. Wenn ihr mal auf die Seite. Aufgrund des Zustands haben wir dann erst gedacht oder überlegt gehabt, dass wir so die schlimmen Stellen halt neu lackieren lassen, das alles ein bisschen verschönern, bis wir dann gemerkt haben, es ist echt ganz schön viel. Und haben uns dann dazu entschlossen, das ganze Auto einfach zu lackieren oder lackieren. Es war wirklich besser so. Also wir hatten hier vorne, ich weiß nicht, wie es passieren könnte, mitten auf der Haube war ein Rostfleck. Hier an der Stelle ungefähr. Kotflügel waren so, als ob jedes Mal irgendein Biber dran rumgenagt hätte. Hier war nichts mehr da. Sieht man jetzt, Kotflügel sind wesentlich breiter wie die originalen. Wir haben kurzerhand die alten Kotflügel weggeschmissen. Ich hatte noch gut gebrauchte liegen und wir haben die Kotflügel verbreitert. Aus Blech, das ist nichts, GFK. Marco. Die Regierung! Marco! Hey Marco! Perfekt, perfekt. Wie lange bist du? Perfekt. Wie lange bist du? Gut, ich komme gleich rüber. Du bist ein Schatz. Danke, ciao, ciao. Unser Retter des Tages hat gerade angerufen. Warum? Weil wir dann mit dem A4 noch eine Runde ballern werden. Ihr werdet euch freuen. Wir haben nämlich noch nicht verraten, was es für ein Motor ist. Machen wir noch nicht. Ja. Kotflügelbilder habt ihr gerade gesehen. Die haben wir eingespielt, eingeblendet. Wie lange haben wir an den Kotflügeln gebaut, Janine? Weiß ich nicht. War sehr lange. 2-3 Wochen, ja, aber wirklich dann auch also Tag und Nacht. Also wir haben halt 2 Monate lang echt Tag und Nacht hier gestanden, haben gemeinsam eben das Auto dann abgeschliffen und alles, haben da alles ein bisschen mit vorbereitet und dann die Kotflügel gebaut.
das Fahrwerk eingebaut. Du hast das Fahrwerk sogar selber eingebaut. Ich hatte keine Zeit so richtig. Stevie hat ja noch ein bisschen geholfen. Also Steve war die ganzen Projekte immer mit dabei. Da hat man gerade die Halle hier frisch, gell? Die Halle hat man sehr frisch, genau. Und dann haben wir uns den B7 geholt. Also Janine hat sich den A4 geholt. Zu den Kotflügeln noch ist das Problem, dass wir, wie die Bilder gesehen haben, hier ungefähr so den Kotflügel aufgetrennt haben. Dann haben wir das nach außen gekippt und so Stück für Stück aufgefüllt mit Blech. Ja. Hört sich leichter an, als wie es eigentlich dann war letztendlich, weil du Stück für Stück das Blech zusammenpumpen musstest, also füllen. Du konntest dich immer hier schon eine Schweißnaht ziehen und hier weiterziehen, das hat sich dann alles sonst so derbe halt dann verformt. Deswegen immer Stück für pumpen. Da wirst du halt auch mal blöde, wenn du wirklich hier Stunden da stehst und das pumptest. Ich habe immer angepunktet, Stevie hat mir dann die Blechstreifen hier reingehalten. Gepunktet und weiter und weiter. Und das auf beiden Seiten, dass beide Kotflügelseiten gleich wären. Also, es war echt eine mega krasse Arbeit. Ordentliche Karosseriebauer hätten es wahrscheinlich besser gemacht. Ja, das sind keine perfekten, breitgezogenen Kotflügel, weil da könnte man wirklich tiefer fahren. Wir haben es mal gemacht. Wir haben uns mal die Mission angenommen. Gell? Wir haben aber gesagt, wir machen es nie wieder. Also wer zu mir mal kommt und sagt, oh, habt ihr geil gemacht, baut mir auch mal was. Jungs, leider nicht. Das ist wirklich, geht zu einem Karosseriebauer, die machen es besser. Und die haben da wirklich Spaß dran. Also ich baue lieber dann ein Fahrwerk ein, ändere Bremsen oder mache einen Zahnriemen oder keine Ahnung. Das ist so Karosserieblecharbeiten, bin ich nicht so für zu begeistern. Ja, zu den Felgen haben wir jetzt ewig lang überlegt, wie wir es aussprechen, damit wir nichts falsch erzählen. Ich erzähle jetzt einfach mal, dass es Espiri Wheels sind. Marv, was sagst du dazu? Wie spricht man die Felgen aus? Du hast auch hier Felgen. Hallo Marvin! Ich heiße Marvin. Was? Wie wir das aussprechen sollten? Espiri oder... Du riechst gut. Espiri, würde ich sagen. Okay. Wir sind deutsch. Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Genau. Vielleicht ist jemand schlauer und weiß, wie man es ausspricht, aber ihr könnt es ja schlecht mitteilen per Instagram. Schreibt es mir in die Kommentare, wie man es ausspricht. Man sieht diese schönen glitzernden Bremssättel. Die sind ganz wichtig, ganz wichtig. Komm, zoom mal ran. Sind die nicht wunderschön? Bremse, seht ihr schon, relativ groß. S4-Bremse zu dem damaligen Baujahr. Dann sind diese Leisten an den Türen. Die sind Türen drin? Ja. Stuhl erzähl. Auch vom S4, die sind ein bisschen breiter wie die Originalen. Könnte man zum Beispiel draußen vergleichen an meinem Winter A4. Es ist wirklich wesentlich breiter wie original. Dann wartet der Wagen Chrompaket. Es war alles mit Chrome. Da hat Janine sich irgendwann mal gedacht, als wir ein bisschen Zeit hatten oder sie ein bisschen Langeweile hatte, sie stellt sich drüben in die andere Halle und foliert das einfach mal. Genau. Keine schöne Arbeit, kann ich sagen. Also ohne die Leisten abzubauen. Wenn man bei dem Auto die Türen lackieren will, baut man ja Türgriff ab, Schachtleiste raus, da zieht man den ganzen Schachttürverteilung ab, zieht den ganzen Schacht raus und dann schraubt man diese Leisten ab. Wir haben das Auto lackieren lassen und haben darüber nachgedacht, dass wir es irgendwann mal schwarz haben wollen. Wir hatten wirklich jede Leiste an dem Auto ab. Okay. Und danach ist uns aufgefallen, das ist jetzt krumm, das sieht doof aus. Wir wollten es natürlich nicht wieder abbauen. Da dachte sich Janine, sie foliert es. Würde ich ebenfalls nie wieder tun. Schwarze Dachrinne haben wir draufgebaut. Ja, die haben wir, also die habe ich mit Jörn und Steve, glaube ich, zusammen selber umgebaut. Muss halt der Himmel innen drin ein bisschen ab, die ganzen Innenverkleidungen. Vorher waren noch die originalen 19 Zoll drauf. Ich glaube, die waren damals beim S4 mit dabei. Mhm. Original gab es die. Da war ja dann, die Felgen waren dunkelschwarz, also waren schwarz, glaube ich. Das sah auch ganz gut aus. War halt eine 19 Zoll. Janine wollte unbedingt 20 Zoll fahren, obwohl er mit einer 19, glaube ich, so ein Stück tiefer fahren könnten. Also wir haben wirklich noch sehr viel Restgewinde hier beim Fahrwerk. Ist auch ein Low-Tech verbaut. Eigentlich, wie wir es eben schon gesagt hatten, wir haben es eingebaut. Ansonsten haben wir noch einen S4 Optik Heckspoiler verbaut. Der wird nur draufgeklebt. Dann haben wir hier noch einen anderen Heckdiffusor. Der sieht so ein bisschen aus wie beim RS, halt einfach ein bisschen schöner und grimmiger. Die Abgasanlage, die ist auch mal wieder selber gebaut, aber da sagen wir dann später nochmal was dazu. Klick mal Hören. Hören. Ja, Felge, wollen wir noch zu den Felgendimensionen sagen? Wir jetzt bei Also wir haben ja, ich weiß nicht, du hast die Felgen gekauft. Na, 8,5x20 mit ET40. Hinten haben wir eine 5er Spurplatte, glaube ich. Wird aber wahrscheinlich auch ein kleines bisschen mehr gehen. Ne?
Naja. Ja, wohl wird grenzwertig. Ist schon männlich auf jeden Fall, Janine. Ist schon männlich. Im Innenraum ist eigentlich alles normal geblieben. Also haben wir eigentlich nichts weiter abgeändert. Sind halt Leder-Alcantara-Stühle. Ja, aber ansonsten alles original. So, wollen wir jetzt mal unter die Haube gucken? Zum Motor hin haben wir erstmal einen V6 Diesel. Ein 2,5 Liter mit original 163 PS. Das war das erste, was wir gemacht haben. Wir sind auf dem Heimweg gleich zu Ben gefahren und haben eine Software drauf spielen lassen. Das war die erste Tat, die erste sinnvolle Tat. Ja, sollte jetzt so circa um die 190, 200 PS haben, denke ich. Also ist jetzt. Das Coole war, dass damals, als Janine sich den Audi geholt hat, dass er halt den größten Motor hatte, vom Hubraum her, wo wir endlich mal ordentlichen Klang bauen konnten, was sich dann auch wirklich geil anhört. Okay. Es gibt nur noch einen gar langen Klang, jetzt so von meiner Seite aus ist halt ein 3 Liter Diesel. Okay. Gut, okay. So ein 8 Zylinder Diesel ist immer noch eine ganz andere Hausnummer, aber so weit sind wir nicht, dass wir uns hier 8 Zylinder Diesel hinstellen wollen. Ja, wir sind wirklich gleich zu Ben gefahren, haben den ganzen Zossen mal ein bisschen updaten lassen. Wir konnten es uns auch irgendwie leisten, weil der Turbolader war neu beim Kauf von Audi. Dann die Einspritzpumpe ist neu. Also es ist ein fataler Einspritzpumpenmotor, wie Janine schon gesagt, mit 163 PS. Das ist der Motor von VW Audi, den es in zig verschiedenen Ausbaustufen gab, angefangen bei 150 PS. Mit dem danach folgenden 180 PS und das ist halt so einer der letzten 2,5er aus der Baureihe mit 163 PS mit einer elektronischen Abstellklappe. Alle anderen hatten es per Unterdruck. Ist auch, glaube ich, der einzige Motor, der ohne Partikelfilter eine grüne Plakette hat. Wegen diverser Abgasreinigungssysteme, die hier der Motor vollzieht, da schafft er anscheinend diese Abgasnummer, eine grüne Plakette zu bekommen. Schauen wir zu machen? Ja, genug. Genug. Ja, wenn wir jetzt einmal hier vorne stehen, wir haben hier noch einen originalen Audi S4 Grill dran gebaut mit schwarzem Audi Emblem. Vorher war das Auto, als wir es geholt haben, kein S-Line. Also es ist kein S-Line. Wir haben dann halt eine S-Line Stoßstange dran gebaut. Haben das dann natürlich alles zu den Kotflügeln angepasst und so. Die Scheinwerfer, die habe ich im Backofen aufgemacht. Die sind von innen, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, die sind von innen, die ganzen Teile, die vorher chromfarben waren, sind alle matt schwarz lackiert. All black everything. Ja, Reich sein all black everything, ich kann es gar nicht aussprechen. Ja, Nebelscheinwerfer ein bisschen abgedunkelt mit Folie. Ja. Wir hatten das Auto eigentlich gerade fertig. Ich habe gerade den neuen S4 Grill angebaut und zwei Wochen später oder so hatte ich einen, naja, kleinen Auffahrunfall. Bisschen blöd gelaufen, würde ich sagen. Da war die ganze Front vorne einmal ein bisschen kaputt. Ja. Die Stoßstange, die war hin. Da war alles, also waren alle Halter abgebrochen und so. Die Haube hatte einen Knick. Da haben wir dann auch gleich eine neue geholt. Also einmal neue Stange, neue Haube, neuer Grill. Ja, aber jetzt ist wieder alles schicki. Schicki. So, das Optische haben wir jetzt alles. Jörn organisiert gerade die Kennzeichen, dass wir mal eine Runde fahren können. Und ich würde sagen, wir starten schon mal.
schönere Straße haben, dann schmeißen wir den Pascal mal hier aus dem Auto raus. Dann kann der sich das Ganze mal von draußen anhören. Genau. Janine, warum sind die Kennzeichen so unterschiedlich? Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Kannst du es mir erklären? Dann ist es schwarz gesprüht, Frau Lehmann. Das ist Tönungsfolie. Letztes war echt für die Zeit, glaube ich, gell? Sogar von hinten ist das schwarz, Alter. Ich weiß nicht, was Steve da mit dem Auspuff gemacht hat. Steve, ich finde es nicht ganz. Was ist da schiefgelaufen? Ich denke, es war recht informativ, dass man auch mal sieht, dass sogar eine Frau sich nicht nur für die geilen Autos interessiert, die sind immer die ganzen Kerle fahren, sondern auch, dass mal eine Frau mit dabei steht und auch selber Hand anfasst an ihrem eigenen Auto, gell, und auch mit in der Szene voll drin ist. Wie gesagt, Janine hat das alles mit aufgebaut und ich habe da selber auch völligsten Respekt ihr gegenüber, gell, dass sie da wirklich noch voll so dahinter steht. Und ja. Wir werden weitersehen, was wir noch umbauen, was wir noch ändern können. Es gibt immer was, was man ändern kann. Wir sind da nie fertig. Und ja, sagst du so? War eigentlich recht cool. Denkst du? Einiges noch geplant. Mal gucken. Mal gucken. Du musst jetzt noch an die Arbeit, gell? Ich muss jetzt arbeiten, ja. Machen jetzt einen kleinen Break. Wir können noch kurz Janine ihr Winterauto zeigen. Das ist auch sehr geil. Schönes, fettes Graffiti am Start. Zeig mir her das Ding. Es ist kalt. Es ist super kalt und super windig. Mach's gut, Janine. Es war übrigens 1,9er AFN. 110 PS. Bombe! Marv, wie sieht's aus? Ja. Machen wir doch ab jetzt. Ja. Sieht schöner aus. Ja. Marv ist völlig so in der Vorbereitung für die Messe. Die ganzen Autos ein bisschen aufpolieren, aufbereiten. Wie gesagt, Marv ist ja unser dann Aufbereiter. Wir können kurz überschwenken zum Audi, der ist noch völlig eingehüllt in der Staubhülle. Da haben wir noch viel vor. Ja. Des Weiteren möchte ich kurz an euch appellieren, dass wer Bock hat und wer das schon auf dem Schirm hat, dass wir nächste Woche bei der Messe sind in Erfurt. Zum ersten Mal sind wir auf einer Messe vertreten und ja, wir haben ein paar Merch-Artikel mit, sprich wir haben Pullover, die ihr schon alle kennt aus unserem Online-Shop, und wir haben bis dahin auf jeden Fall T-Shirts. Und wer Sachen haben will und wegen uns extra kommen sollte, sollte jetzt nicht bis Sonntag warten, weil wir haben nur begrenzt Sachen. Wie gesagt, das ist unser erster Auftritt bei der Messe. Wir wissen selber nicht, wie viel da eure Nachfrage ist, ob ihr überhaupt unsere Sachen kauft. Wir wollten uns jetzt aber nicht so ins kalte Wasser stürzen und hier 500 Sachen hinlegen. Und wenn die Sachen zum späteren Zeitpunkt dann alle sind, können trotzdem noch Sachen bei uns halt dann gekauft werden am Stand und die werden euch dann halt zugesendet. Okay, also das ist alles gar kein Problem. Wir wollen hoffen, dass ihr uns alle gut entgegenkommt, uns ansprecht, mit uns normal redet. Also kommt auf uns zu einfach, redet mit uns, wir können da über allen möglichen Scheiß schwatzen. Ja, wir sind auf jeden Fall fast alles ganz wunderbar. Und ja, viel zu viel gelabert, Pascal will die Hälfte rausschneiden. Ist echt so. Gut, dann war's das von mir, von unserer Seite aus. Wir haben heute Janine vorgestellt und ich sage heute mal so tschüss und macht's gut, schönen Tag noch, schönes Wochenende.